Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich zeige euch jetzt wieder einen nächsten Teil, also eine nächste Schublade von meinen Schminksammlungsgedönse. Ich stelle meine Kerze mal so ein bisschen an der Seite. Das ist übrigens die Berry Trifle. Ja, ich kann euch jetzt die. Oh, tu mir das Tropfen mal weg. Das hier sind meine ColourPop Lippy Stick Schublade. Da in dieser Muji Schublade hier passt super zwei Reihen rein, wenn man die so ein bisschen. Wenn ihr das seht, versetzt reinlegt. Ich habe hier hinten leere Verpackungen reingelegt, damit, wartet mal, ich zeige euch das mal, damit die nicht nach hinten rutschen. Ja, Lippy-Sticks habe ich dann doch mittlerweile eine ganze Menge, und zwar 22 Stück plus einen Primer. Den Primer habe ich allerdings, um ehrlich zu sein, noch nie verwendet. Ich liebe die Lippy-Sticks. Wirklich, ich liebe sie alle. Ich würde am liebsten noch mehr haben davon. Übrigens, diese Muji-Schubladen gibt es bei Muji. Aber ich verlinke euch auch meine Infobox, eine sehr gute Alternative, die ich mir in naher Zukunft auch noch zulegen werde, weil die gefallen mir schon sehr, und ich mag halt dieses Gefühl. Man sieht halt immer direkt, was man hat, ne? Ich habe hier ein Tüchlein schon mal bereitgelegt, damit ich die Swatches von meinen Händen entfernen kann. In der Infobox werde ich euch ein Dupe-Video verlinken, wo ich tatsächlich so ein paar Dupes zu den Lippy-Sticks gefunden habe, die genauso aussehen wie MAC. Lippy-Sticks kann man ja mittlerweile sehr gut auch nach Deutschland liefern. Sie, von ColourPop sind sie ja. ColourPop ist ja eine amerikanische Marke, die online betrieben wird. Da kostet ein Lippy-Stick 5 oder 6 Dollar. Ja, ich meine schon. Ist ungefähr gleich wie Euro, ne? Allerdings muss ich dazu sagen, es kommt ja noch Zoll da drauf, und die Versandgebühren sind nicht ganz so günstig, ne? Und deswegen, wenn man die tatsächlich im Kleiderkreisel findet und die wollen dafür 8, 9 Euro haben oder vielleicht sogar 10, finde ich, würde ich mir kaufen. Ganz ehrlich, da hat man den Stress. Den Stress halt nicht. Ich habe damals sogar immer über Shipitu bestellt, das war noch teurer und so weiter, ne? Aber ja, jetzt kommt man schon besser dran, und wenn man, wie gesagt, unter 10 Euro, wenn man da dran kommt, auf jeden Fall holen. Naja, ich zeige euch jetzt mal, und zwar ist das die erste Farbe Peppermint. Ich halte euch die jetzt nicht noch einfach in die Kamera. Na, das dauert sonst zu ewig. Auf jeden Fall, Peppermint ist halt eine sehr schöne Farbe, so ein Nude. Nude Orange, was mir sehr gut gefällt. Ja, eine sehr schöne Farbe, mag ich sehr. Ich gucke mal, dass ich so ein bisschen nach Farbschema gehe. Ich habe übrigens matte, also hauptsächlich matte. Aber ich habe tatsächlich, ich sehe das nämlich gerade. Ja, ich habe nämlich noch zwei Satin-Fenichels dabei, die werde ich euch jetzt direkt zeigen. Und zwar einmal Frida, den habe ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht verwendet, nur geswatcht bisher. Aber das ist eine sehr schöne Sommerfarbe. Frida ist der hier. Und Topanga. Der ist auch schön. Sie sind schon beide sehr ähnlich, muss ich dazu sagen. Topanga ist der obere und Frida der darunter. Das hier ist übrigens der Primer. Das ist einfach nur weiß, ne? Den könnt ihr unter dem Lippy-Stick machen, dann hält der wahrscheinlich länger. Ich habe mir den bei meiner ersten Bestellung mitbestellt. Darüber, jetzt kommen nämlich die Matten. Da habe ich Hype Girl. Das ist so ein bisschen Barbie-Farbe, finde ich. Das ist natürlich immer der obere, da muss ich jetzt nicht immer sagen. Dafür werde ich übrigens keine aussortieren, weil normal sind meine Schminksammlungsvideos mittlerweile ja auch so ein bisschen deklattert, ne? Aber nein, hier wird keiner aussortiert. Dann habe ich Politie Society. Der ist schön. Der ist so schön. Der ist ein bisschen wie der erste. Dann habe ich Tutsi. Das ist so ein Graubraun. Machen wir weiter mit den Brauntönen am besten. Da habe ich hier Hollywood Boulevard. Das ist so ein schönes Megabraun. Wirklich komplett Megabraun. Nicht Negerbraun, ne? Also mega. Das hört sich gerade echt so an. Sowas sage ich nicht. Also das da. Voll schön. Ich mache mal eben weg. Obwohl, ich kann da rechts und links noch daneben, da geht noch was. So, dann habe ich Pillow Talk. Das ist, glaube ich, Pillow Talk hört man in vielen Make-up-Firmen, dass das so ein Name von irgendwas ist. Und der gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da, der ist so schön. Dann
Brown, brown. Bisschen brown, kriegst du frown. Dann habe ich hier Taurus. Ich glaube, den habe ich mir mal im Kleiderkreisel erstanden. Der ist was heller als Hollywood Boulevard. Das ist jetzt der untere hier. Ja, ich habe noch Pitches vielleicht. Nee, hier Grunge. Genau, Grunge ist noch so ein braun, aber schon, der geht schon ein bisschen mehr ins Rote wieder. Nein, tut er nicht. Was sage ich denn da? Der ist auch wundervoll. Das ist der hier. Ich liebe sie alle. was habe ich noch? Pitch. Pitch ist aber schon ein ziemliches dunkles Braun. Ja, das ist der hier. Voll toll. Creature. Der ist ein totales Brombeer. Brombeer, Bordeaux, Megalippe. Das ist total geil. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Oh mein Gott. Ich sollte noch bei Colourpop bestellen. Da passen ja noch welche in der Schublade rein, ne? Dann machen wir weiter. Machen wir weiter mit den dunklen. Na ja, machen wir weiter mit den. Was habe ich hier nehmen wollen? Nehmen wir erstmal Brink. Den habe ich schon sehr häufig verwendet. Der ist schön. Das ist so ein Nude-Ton. Der ist schön. Ja. Dann nehmen wir so. Nehmen wir mal die roten. Dann nehmen wir erst die dunklen roten. Das ist einmal Poison. Der ist auch geil. Der ist. Oh Gott, der ist so schön. Um Himmels Willen, er ist so schön. Dann nehmen wir Hilary. Ja, das ist die Serie. Dann nehmen wir nehmen Dahlia. Diese blöde Bluse, die rutscht mir immer hoch. Dahlia. Sieht schon ähnlich aus. Die Serie hier. Bichette. Man sieht hier einen sehr, ja, dass es so das Farbschema ist. Ne? Das ist halt so schon ziemlich ähnlich. Jetzt kann man die roten. Und zwar ist das einmal Lady. Lady ist übrigens ein Dupe. Das weiß ich ganz genau. Ich glaube, Viva Glam 3 oder... Oder Diva. Diva oder Lady, oder wie gesagt, Viva Glam 3. Tolles, mattes, dunkles, braunrot. Und jetzt kommen nur noch so rot-rot, so Jenny-Rots. Davon habe ich nur 4. Hallo? Muss auf jeden Fall bestellt werden. Trust Me. Heißt übrigens Matt-X, also wahrscheinlich matter als matt. Ja, genau, man sieht es schon. Oh, den muss ich wahrscheinlich wirklich mal bestellen. Matt X. Das heißt wahrscheinlich, dass da voll viele von mittlerweile sind. Guckt mal hier. Soll ich da gleich bestellen? Nein. Oder doch? Nein. Dann habe ich Bossy. Bossy ist auch sehr schön. Bossy ist wie der eine. Wie, was war das gerade? Trust Me. Nur halt nicht in diesen Extreme. Matt, ne? Extreme und normal matt. So, dann Booty. Booty ist so schön. Leute, haltet euch fest. Booty ist so schön. Das ist mein Sommerrot. Und das ist, glaube ich, auch dieses... Ja, das ist auch Matt X. Das ist wirklich ein totales Sommerrot. So ein Orangerot. So ein bisschen wie Lady Danger. Und dann Love Life. Das ist auch ein Matt X. Matt X. Das ist dieser hier. Ja, meine Lieben, das waren meine Colourpop Lippy Sticks. Sind schon toll, oder? Also, ich gehe ab. Ich finde sie mega, wirklich. Ich liebe jeden Einzelnen, deswegen bleiben auch alle. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Sammlungsvideo oder auch beim ganz normalen Video. Es würde mich auf jeden Fall voll freuen. Bis dann. Tschüss.